Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Gerne vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben. Und ja, falls ihr was braucht, selbst mal ein paar Coins oder so, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist unser Link zu unserer Homepage, coins.zockerdudes.de. Da habt ihr alle möglichen Angebote. Das, was wir aktuell anbieten von unseren Partnern. Und ja, wenn ihr darüber einkauft, dann unterstützt ihr uns auch. Zum Beispiel, wenn ihr bei Amazon einkauft, dann unterstützt ihr uns, wenn ihr über unseren Link einkaufen geht. Denn, ja, wir kriegen so ein bisschen was davon ab. So ein paar Prozent, ich glaube so ein 5% oder so von dem Einkaufswert, ohne dass ihr extra was dafür bezahlen müsst. Und das ist doch eigentlich eine coole Sache, indem ihr uns durch Einkäufe, wenn ihr schon eh was einkaufen möchtet bei Amazon, dadurch dann unterstützen könnt. Wird uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wir machen hier auf jeden Fall weiter. Heute müsste Sonntag sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Heute ist Netzwerktreffen. Bin gespannt, wer da ist. Wahrscheinlich so 99% Schlabonenten. Weil er hat ja auch dazu ein Video gemacht, hat es auch geteilt. Wir haben ja auch eigentlich dazu was geschrieben, haben es geliked. Wer es hier noch nicht mitbekommen hat, dass wir in Berlin sind, hat das irgendwie verpasst. Weiß ich nicht, wieso. Kann halt passieren. Und ja, ich versuche hier heute den guten Burschen Neymar zu ziehen. Wir ziehen im Moment nur Silberspieler. Das ist doch auch nicht Sinn der ganzen Sache, oder was? Oder wie, oder was? Das kann doch nicht sein, dass wir hier nur Silberspieler ziehen. Komm, jetzt hier ganz fest Daumen gedrückt. Ich habe den Controller richtig fest in der Hand. Und jetzt kommt Neymar. Bam! Na, von der Bewertung gar nicht so weit weg. 77 ist nicht so weit weg von 88. 11 Punkte fehlen da nur. Aber irgendwie hat es nicht so ganz gestimmt. So, ich denke mal, jetzt wird es wieder Zeit, die Geheimwaffe rauszuholen. Sorry, müssen wir jetzt einfach machen. Yoshi! Okay, Yoshi. Du haust wieder richtig rein, ne? Jetzt mal so ein richtig viel Mega-Pack-Luck mit Yoshi. Nee, schade dich. Hätte natürlich gehofft, dass da was klappt. Aber kann ja nicht immer klappen, ne? So ist es halt. So, nächstes Pack. Ja, im Moment sieht es nicht so gut aus. Und ich bin ziemlich durchsichtig. Ich muss mich ein bisschen anders hinsetzen. Ihr seht ja hier, ich bin sehr durchsichtig, aber ja, das ist halt hier so ein bisschen blau auf dem Grün. Aber so schlimm ist es jetzt ja auch nicht. Man kann mich ja noch sehen. Es geht, es geht. So, mal kurz geguckt. Ach, 15 Uhr ist es erst. Ja, ich nehme hier so ein bisschen halt am Stückchen auf, ne? So ein paar Packs hintereinander, die ich hier durchziehe, um einfach mal, ja, pro zu produzieren und hoffe, dass ich hier was ergattere. Vielleicht den Neymar. Wer weiß. Der eine oder andere wird ihn bestimmt von euch schon haben. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr alles so Cooles gezogen habt. Bin nicht blind für die Sache, was ihr schreibt. Und ja, gucken wir mal, was es hier so Cooles gibt. Jürgen Klinsmann. Jo, nehmen wir mit. Hatten zwar schon, deswegen auch direkt abgestoßen, aber nehmen wir nicht mit. Egal, was sammel ich, was soll's. Heute nur Quatsch, ich bin wieder mal total verwirrt. Weil ich ein bisschen frustriert bin von diesen... von diesem Ganzen, wie das so läuft. Das ist echt sehr schade. Oh, Valero. Ja, hatten wir noch nicht. Immer schön, wenn wir jemanden kriegen, den wir noch nicht hatten. Aber es ist ein bisschen so frustrierend, dass man so viele Packs aufmacht und dann ist eigentlich gar nichts da drinnen, ne? Das sind halt nur die 7,5K-Packs. Das ist das Doofe. So, hier immer noch nichts. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen Pause dazwischen lassen. Ich habe auch ein bisschen Pause dazwischen gelassen. Ich mache vielleicht mal so ein billiges Bronze-Pack auf. Stoß es komplett ab. Zack, ja, hier sehen wir es. Stoß es komplett ab. Mach jetzt ein Silberpack auf. Stoß es komplett ab. Ja. Alles weg. Auch die 500 Coins. Mach ein Goldpack auf. Ein 5000 Coins Goldpack. Stoß es komplett ab. Ja. Und ja, hier, zack. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir mal was Gutes in diesen 7,5K-Pack ziehen. Alles abgestoßen. Bam. Nee. Hat einfach nicht geholfen. Also der Trick funktioniert schon mal nicht. Kann ich euch also nicht empfehlen. Es waren da auch Coins drin. Alles abgestoßen, ich weiß. Ist doof. Touré, Kolo, Highland oder Hyland, wie auch immer er heißt. Und Genk. Das müsste Belgien sein, Genk. Ist das Belgien? Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich glaube schon. Und James Rodriguez, jawohl, das ist doch schon mal was Gutes. Und Matuidi. Zwei gut bewertete Spieler, 83 und 86, da kann man echt nicht... Beim Meckern ist es richtig gut. Matuidi und James Rodriguez. Sehr, sehr schön. So soll es halt auch sein, ne? Dass wir was Gutes ziehen. Bam. Und nicht nur Schrott. So. Granero. Okay. Läuft. Okay. Sniper und K.
Kasko, Vollkasko. Yoshi, was sagst du dazu? Ist das hier irgendwie gerechtfertigt, dass wir so viel Schrott ziehen? Ja! Mehr kann er leider dazu nicht sagen. Diamantakos. Und wie auch immer, ich kann es nicht richtig lesen. Für mich war das irgendwas mit Diamanten. So. Özil, jawohl! Wieder ein 86er. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Es läuft langsam. Es läuft langsam an. So soll es auch sein. Finde ich gut. Das gefällt mir. Richtig, richtig gut. So. Hau rein, Baby. Adrian, tschüss. Wir wollen eigentlich jetzt hier den Guten, irgendeinen Guten noch ziehen. 86er ist ja schon nicht schlecht. Zwei Stück hatten wir, Özil und Chamis. Aber ich wäre jetzt irgendwie dafür, mal so einen Knaller zu ziehen. So um bei 88. Vielleicht so ein Neymar. Oscar, auch nicht schlecht. Upsala. Da. Auch nicht schlecht. 84er Bewertung, das ist okay. Kann ich gut mitarbeiten und leben. Er ist auch nicht so billig sozusagen. Also schon mal nicht schlecht. Caballé und Envier. Aha. Tschüss. Da verabschieden wir uns direkt. Bam. Okay. Und wir wollen eigentlich jetzt hier coole Sachen ziehen. Hm? Bom. Oh, Hernandez ist, glaube ich, auch gar nichts mehr wert. Ist zwar nicht so langsam. Ja, nee, ist okay. Tschüss. So. Bam, 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 bam. Kanye West, wie auch immer er heißt. Ah, ein paar Minütchen haben wir hier noch, ist noch nicht so weit fortgeschritten. Und es gibt halt immer noch nicht genug Neymars scheinbar, dass wir davon einen abgeben können. René Adler, okay, nehmen wir auch gerne mit. So, also ich hätte natürlich jetzt gerne, wie ich schon die ganze Zeit erwähne, so einen coolen Spieler gezogen. Aber irgendwie mag das Spiel mich nicht. Ich habe heute ja, so habe ich vor zwei Folgen erzählt, auf ein Handy gezogen. Da waren halt aber auch 25k-Packs, die ich eigentlich nicht so mag, weil das sind Spieler und Verbrauchsobjekte, aber alle selten. Die mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber da waren wenigstens ein paar Informs dabei. Und halt auch recht gute Spieler mal so zwischendurch. Ne, sowas wie ein Iniesta, ein Schweini oder was auch immer. Aber hier auf dem PC so mit 7,5k-Packs, da dümpelt man nur so ein bisschen herum. Ne? Ist nicht so wirklich geil. Wenn sie wenigstens durchgehend 15k-Packs oder sowas anbieten würden oder sowas. Keine Ahnung. Oder durchgehend echt 50k-Packs. Aber dann wären die Preise auch irgendwann mega im Arsch und so weiter und so fort. Ist natürlich klar. Piqué. 84er, das ist gut. Ich habe gerade irgendwas Komisches gehört. Als wäre da so ein ekelhaftes Vieh in diese Lampe da reingeflogen, die ich da sehe. Also die ich da hier links stehen habe. Hat so komische Bing, 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 so ganz komische Geräusche gemacht. Als wäre das so krass reingeflogen. Also, explodiert jetzt gleich die Lampe oder ist da was reingeflogen? Das klang aber eher so nach, ja, es würde sich Metall abkühlen oder erhitzen, so diese Dehnungsdinger. Aber wenn das so ein Käfer ist, der da pam reinfliegt, ist es auch mal ein bisschen lauter, ne? Klang ein bisschen komisch. Hatte hier schon so ein bisschen Angst, dass mir nebenbei das Licht explodiert. Pam. Voll in mein Gesicht und so. Wäre nicht so schön. So, Hangeland. Ich sag mal jetzt wieder 3 Packs noch. Dann war es das wieder für die Folge. 5 Packs, okay? 5 Packs. Okay. Pack Nummer 1. Dam, 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 bam. Sandro. Okay. Nicht so gut. Pack Nummer 2. Im letzten Pack Suarez oder so. Das wäre geil. Pack Nummer 2. Was gibt es? Ekelhaft. Immer noch nichts wirklich Gutes.
Pack Nummer 3. Ein Abschlusspack Nummer 3. Bam! Nichts dabei. Pack Nummer 4 steht kurz bevor. Huchholla. Liege ich hier einfach raus? Pack Nummer 4. 3, 2, 1. Begovic. Aha, von Stoke City. Der Torhüter. Okay. Letztes Pack für die Folge. Ich sage wieder mal vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder. Morgen müsste Montag sein. Und ja, da machen wir uns schon fast auf den Rückweg. Also macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.